Hallo meine Lieben, heute mache ich mein schönes Video mit dem Thema What's in my Beauty Bag? Ja. Meine Abonnenten immer so neugierig sind, was ich so mache, was ich so mit mir rumtrage. Mein Video machen zu meiner kleinen wunderschönen Tasche, die ich mal bei mir habe. Das ist sie! Ist sie nicht niedlich? Was haben wir denn da drinnen? Wenn man natürlich unterwegs ist in der Stadt, braucht man natürlich etwas zu trinken. Ja, wenn man so 3 Stunden lang läuft und muss man natürlich immer wieder was trinken, sonst vertrottelt man. Und sieht aus wie ein alter Mann. Was haben wir denn noch hier drinnen? Ja, für den Hunger zwischendurch. Wurst. Noch mehr Wurst. Ihr wisst ja, Brot schneiden, Butter drauf, Wurst. Ganz einfach. Ja, Wenn man mal größeren Hunger hat in der Stadt, also man ist jetzt zum Beispiel, man möchte im Zug unterwegs sein und man möchte mal irgendwo hin jemanden besuchen. Brot. Das ist vor allem ein ganzes. Kommt mir ja nicht mit einem halbes. Ihr sitzt dann da auf dem Bahnhof, habt schon Bauchschmerzen, ihr seht schon grün im Gesicht aus, weil ihr Hunger habt. Ein Brot mitnehmen. Oder, da weiß ich jetzt nicht, wo ihr den Topper nehmt. Nudeln! Ja. Ketchup kriegt man überall. Wenn man keinen Ketchup hat, dann nimmt man einfach mal Milch mit. Für Milchnudeln. Stärkt die Manneskraft oder so. Scheiße nur, wenn du Laktoseintoleranz hast und gezwungen bist, Müll zu sehen. Ja, ich habe keine Laktoseintoleranz. Wenn man zu Oma fährt, wenn die Kuchen gemacht hat und von ihren Kriegsgeschichten erzählt, dann kann man auch lecker Cappuccino mitnehmen. Yeah. Wenn man jetzt nicht zu der Höchstklasse der Ernährung greifen kann, dann nimmt man die untere Stufe. Das ist dann nicht mehr das Hochglanzgetränk, das ist dann nur noch Kakao. Natürlich, weil ich ja gesagt habe, Brot, ne? Das heißt doch My Beauty Bag, ne? Also das heißt, schön sein. Und für schön sein muss man sich gut ernähren. Deswegen, Rama. Und natürlich ganz wichtig, das ist immer gut. Man kann die rühren, so essen. Gemüse in einer Packung, sind soweit gesund. Eiern. Und bei Eier ist auch ganz wichtig, für die schönen Queens da draußen, das Ei ins Gesicht schmieren. Das hilft. Das sieht ja nicht mehr so scheiße aus, als wenn man euch glatt poliert hätte und mit Metall eingesprüht. Versteht ihr den Witz? Das ist alles in meiner Tasche.